Also, wie wollen diese 24 Professoren und Doktoren die Gesundheitsreform so machen, dass sie besser für sie wird als Menschen und gleichzeitig viel Geld einsparen, dass man davon, wovon man dann Teile für den Klimaschutz verwenden kann? Und zwar soll es so sein, da stellen Sie sich vor, da vorne ist Ihre Hausarztpraxis, den Sie sich gewählt haben vielleicht irgendwann, ja? Und der würde jetzt erstmal von einem Tag auf den anderen, muss der keinen Papierkram mehr ausfüllen. Bei uns, die deutschen Ärzte beklagen sich, dass mehr als 50% ihrer Arbeitszeit nur durch Papierkram draufgeht und Dokumentationspflichten. Das würde mit einem Schnips, wäre das weg. Dadurch hat er die Hälfte seiner Arbeitszeit frei. Und jetzt bietet er Ihnen an, kostenlos, Sie sind ja krankenversichert, bietet Ihnen an kostenlose Gesundheitskurse, Ernährungskurse, Sportkurse, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten, so eine Art Gesundheitssportclub, so eine Art Lifestyle, Healthy Lifestyle Club rund um seine Praxis. Ja? Was ist dann mit den armen Pharmakonzernen? Die verdienen ja gar kein Geld mehr. Vor allem Novartis zum Beispiel und Roche und so. Ja. Genau richtig. Das heißt also, deswegen habe ich Ihnen ja auch gesagt, dass wir nur einen Teil dieser Gelder verwenden für die Klimaziele, weil wir müssen die Pharmaindustrie entschädigen. Gerade die deutsche, zum Beispiel Pharmaindustrie, ja, Bayer und so weiter, wir müssen uns eins klar sein, der Weltmarkt bricht ja nicht ab. Der Weltmarkt bleibt erstmal unverändert. Aber der deutsche Markt wird etwas kleiner, für Bayer zum Beispiel oder Höchst oder wie sie alle heißen, ja. Und da müssen wir denen helfen. Im Zweifelsfall müssen die Aktionäre die gleichen Dividenden wie bisher bekommen. Und dann muss diese Transformation begleitet werden. Auch den Arbeitern, Mitarbeitern, die vielleicht frei werden, muss geholfen werden, dass sie auch einen neuen Job kriegen. Vollkommen richtig. Das ist das, was uns unterscheidet von den jungen Leuten. Die würden das radikal machen, würden sagen, lassen wir doch die Pharmaindustrie über die Klinge springen. Lassen wir die doch hops gehen, die Verbrecher. Wir sagen, jeder meint es gut in der Gesellschaft. Wir sagen, auch die Pharmaindustrie hat gute Absichten. Und wir müssen denen helfen dann, dass bei dieser Umstellung Richtung Gesundheitsförderung vielleicht die Pharmaindustrie anfängt, mit teuren Comedians Gesundheitskurse zu entwickeln, mit Comedianform, die sie dann an die Ärzte vermieten, die ja wieder dann, mein Hausarzt kriegt in Zukunft am meisten Geld, wenn ich dann über jeden Monat, den ich nicht krank werde, kriegt er immer eine Ausschüttung für mich von der Krankenversicherung. Ja, und was halten Sie von diesem Grundansatz? Natürlich müssen wir über viele Details sprechen, aber was halten Sie von dem Grundsatz? Ja, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Es geht auch so Richtung Vorbeugen, oder? So Prävention, Vorbeugen. Genau, und das irgendwie auch für die Menschen, ja, es als Spaß rüberzubringen. Also klingt spannend. Was sagen Sie zu diesem Grundansatz? Ja, ich finde das gut. Das Problem dabei ist, dass die jungen Leute, haben mir das ja auch verraten in einer Stunde Gespräch, dass sie eigentlich von so einer Art Revolution à la Kuba träumen. Ja? Und dass für uns dieser realpolitische Ansatz, dass wir eben nicht die Kapitalisten gleich alle umbringen wollen, dass wir die Pharmaindustrie leben lassen wollen, dass wir sagen, das sind wertvolle Firmen, die nur in Zukunft mehr Gesundheitsförderung betreiben sollen und Prävention betreiben sollen. Aber wir wollen sie nicht kaputt machen. Wir wollen sie nicht enteignen und so weiter. Und das mögen die nicht. Vor allem gar nichts. Die sind viel zu mächtig, oder? Die kann man nicht entthronen ohne anarchische Aufstände. Das funktioniert nicht. Vor allem, gucken Sie mal, wo haben Revolutionen geklappt? Als die DDR völlig abgewirtschaftet war, hat sogar eine friedliche Revolution geklappt. Oder gucken Sie sich an, Venezuela oder... Ja, und so tief wollen wir doch vorher nicht fallen. Genau. Ja, so tief wollen wir ja vorher nicht fallen. Wir wollen den Wohlstand erhalten und die Gesellschaftsstrukturen verändern. Wir träumen übrigens persönlich, die Professoren träumen von einer Zukunft mit den United States of Northern Europe und wünschen uns dann als Gast und als neuen Freund, wir wollen die Engländer natürlich zurückgewinnen, weil das einen Riesenverlust darstellt. Und wir würden natürlich unheimlich gern die Schweizer mit dabei haben. Aber wir müssen wahrscheinlich die United States of Southern Europe gründen, weil Griechenland, Spanien und Portugal und Italien und so weiter sind im Moment wirtschaftlich so schwach, dass sie immer weiter kaputt gehen, wenn wir ihnen weiterhin so den Euro aufzwingen. Aber das ist jetzt nur so am Rande von mir gesagt. Ja. Die Union muss mal aufbrechen, das funktioniert nicht mehr.
Denn Professor Sinn, der berühmteste deutsche Volkswirt, hat gerade in seiner Rede an der Uni München, Uni München ist ja von Ihnen nicht so weit weg, hat er formuliert, dass wir kurz vor einer Transferunion stehen, dass nämlich die nordeuropäischen Staaten im Prinzip dauerhaft, so wie sie, wissen Sie, dass wir den Osten von Deutschland noch jedes Jahr mit 60 Milliarden subventionieren müssen, weil die sonst nicht überleben können? Sind 60 Milliarden jedes Jahr, sagt Professor Sinn. Genauso müssen wir dann regelmäßig jedes Jahr Milliarden und Abermilliarden nach Griechenland und Italien und Spanien und eventuell Portugal schicken, weil die sonst den Euro nicht halten könnten. Und das, Professor Sinn sagt, wir würden die in die sogenannte holländische Krankheit, haben Sie schon noch nicht gehört, gell? Das würde bedeuten, wenn ein Land wie Holland von Erdgas lebt oder von Kohle, Norwegen auch von Erdgas und Öl lebt und so weiter, dann besteht immer die Gefahr, dass die fähigen Leute in die Ölindustrie gehen. Und wenn sie dann in der Ölindustrie sind, sozusagen, dann sind die fähigsten Köpfe weg und fehlen der in anderen Industrie. Und dann schwächelt die andere Industrie, verliert ihre Wettbewerbsfähigkeit, weil die klügsten Köpfe des Landes in der Ölindustrie stecken. Und dadurch schwächt sich die Wirtschaft. Und das Interessante daran ist dann leider, dass die Wirtschaft dann auf Dauer schwach bleibt und dauerhaft alimentiert werden muss. Er spricht von der Transfer in Union, der europäischen Transferunion. Also, aber jetzt abschließend, das war jetzt so ein interessanter Exkurs, finde ich spannend, ja. Meine Abschlussfrage: Fanden Sie es interessant, mal von diesem Gesundheitsreformplan, diesem präventiven Plan gehört zu haben und der Möglichkeit auch für die Schweiz, dort Geld zu generieren, wenn wir das in der Schweiz anwenden würden? Ich habe oft mit Schweizern gesprochen. Und dass das ein sinnvoller Plan ist, ja? Ja, sehr interessant, sehr sinnvollen Plan. Würde ich gerne mehr darüber erfahren. Ja, mich würde es interessieren, wie man es plant, diese ganze Papierkram-Geschichte zu Halt zu bringen. Ja, ja. Ich denke, das könnte noch eine größere Herausforderung werden. Ja, weil genau genommen muss unser Statistisches Bundes- und Wahlamt Wiesbaden in Kooperation mit den Krankenversicherungen ja ausrechnen und gucken, wie sich die gesundheitlich entwickeln, die Kunden verschiedener Ärzte, und danach diese Boni ausschütten für jeden gesunden Monat. Und wenn dann jemand schwer chronisch krank wird, wird geguckt, aha, eigentlich sollte er in der nächsten Zeit solche Kosten verursachen, wenn der Hausarzt es mit Prävention schafft, etwas die Zahl der Operationen zu reduzieren und so weiter, dann kriegt er dann aus der Differenz daraus sein Honorar berechnet. Es ist schon sehr kompliziert, gebe ich zu. Aber das können die Professoren, ja? Ja, ich denke, man muss auf der Digitalisierungswelle da ein bisschen mehr mitschwimmen. Ich war auch jetzt zufälligerweise gestern mal wieder bei einem deutschen Arzt. Das ist wirklich unglaublich, was da an Papier anfällt. Warum ist das nicht alles digital? Ja, du, in Ungarn ja, war das Gleiche. Wir wollen sogar das Digitale abschaffen, weil wir messen den Arzt einfach am Endergebnis. Also mich interessiert doch nicht, ob mein Arzt mich operiert, sondern ja, jetzt sind wir bei der Krönung. So wie im antiken China, der kriegt nur Honorar, wenn man gesund bleibt. Dieses Modell des Arztes, wir nennen es die Anekdote vom alten China, diese ist das Mustermodell all der Reformen, aller 20 Reformen. Belohnung für das Gute am Endergebnis und nicht Belohnung für einen Handgriff. Denn der Handgriff kann ja auch schädlich sein. Ja, und das kann man auch sehr gut messen. Dann gehen dann die Kaiserschnittraten runter, da gehen die Knie-OP-Anzahlen runter, die Schulter-OP-Anzahlen runter, wo man jetzt eigentlich schon weiß, dass da irgendwie 50% zu viel operiert wird in all diesen Bereichen. Ne? Genau.